Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen aus dem Hamburger Hafen mit einem neuen Gesicht hier in Hamburg. Ihr kennt ihn schon aus der Bundesliga und ab sofort steht er hier in Hamburg auf der Platte. Herzlich willkommen, moin moin, Tobias Schimmelbauer. Moin. Du hast dir direkt für den ersten Tag perfektes Hamburger Schiedwetter so ein bisschen ausgesucht fast schon. Hast du schon ein bisschen was von der Stadt gesehen? Ja, ich war schon das ein oder andere Mal in Hamburg, bin jetzt heute auch schon ein bisschen rumgekommen. Als ich kam, war strahlender Sonnenschein. Jetzt präsentiert sich Hamburg so ein bisschen von der anderen Seite. Ich bin gespannt, wie sich das Wetter jetzt hier so, oder was das Wetter so bringt, weil es hat ja so seinen Ruf und ich hoffe auf ein paar Sonnenstrahlen jetzt im Sommer. Lange Zeit in Stuttgart gewesen, 9 Jahre, glaube ich. Richtig. Du gehörst fast zum Stuttgarter Inventar, wenn man so will. Ja. Warum jetzt der Norden? Bei mir stand eine sportliche Veränderung ins Haus und wir haben verschiedene Angebote gehabt. Eine schöne Stadt bzw. ein schönes Umfeld zum Leben war mindestens genauso wichtig wie der sportliche Wert der Herausforderung, ob jetzt erste oder zweite Liga, und somit hat hier einfach das Gesamtpaket perfekt gepasst. Wie groß bist du? 1,99. 1,99, man glaubt es kaum, wenn man uns beide ansieht. Er ist der Außen von uns beiden. Ist das eigentlich eine absolute Rarität, so einen großen Außen zu haben? Es gibt es immer wieder. Also wenn ich jetzt an Jonas Kellmann denke oder auch Landin, Vorname fällt mir gar nicht ein, von Kiel jetzt. Magnus Landin, genau. Sind auch große Außenspieler. Ist sicherlich eine nicht so häufig, klar, klein und wendig, der Klassische. So geht's auch. Aber ein absoluter Vorteil von dir, du kannst auch auf halb decken. Spielst du eigentlich lieber Angriff oder Abwehr? Das werde ich oft gefragt. Ich mag das eigentlich nicht, das jetzt so speziell in Angriff oder Abwehr zu unterteilen. Für mich ist das das Gesamtpaket und ich brauche die Abwehrarbeit, um gut vorne gut zu spielen und andersrum. Mit 32 Jahren zum Saisonstart gehörst du dann auch zu den erfahrensten im Team, aber du gibst auch deine Erfahrung weiter, denn du wirst bei uns auch der U13-Coach. Wie kommt es dazu? Ja, es ist einfach so, dass ich neben Handball mein Sportwissenschaftsstudium im März abgeschlossen habe und jetzt noch neben dem Sport ein anderes Betätigungsfeld, was natürlich auch mit Handball zu tun hat, gesucht habe. Mimi Kraus, den du ja auch sehr gut kennst, hat gesagt, eine absolute Bereicherung für das Team, ein absoluter Kämpfer. Hast du mit ihm schon über den Wechsel gesprochen? Ja, mit Mimi bin ich nach wie vor in regem Kontakt. Da ist der Kontakt nie abgerissen. Ich freue mich natürlich über die lobenden Worte. Er hat ja neben mir gedeckt jetzt über 2,5 Jahre. Und danke, Mimi. Jetzt habe ich noch gelesen, 5-1 kannst du ja auch noch vorne spielen. Du bist ein bisschen ähnlich zu Toto Jansen. Der hat ja auch auf halb gedeckt, war auch noch außen. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Auch über Yogi Bitter zum Beispiel? Der Erstkontakt natürlich über meinen Berater. Ich habe aber natürlich mit Yogi einen sehr guten Ansprechpartner in der Mannschaft gehabt, den ich sehr gut zum HSV und auch zu Toto befragen konnte. Und dann die ersten Gespräche mit Toto waren auch durchweg positiv und habe ich einen sehr guten ersten Eindruck erhalten. Ja. Wer es noch nicht weiß, hier kommt ein deutscher Meister nach Hamburg. Du bist nämlich deutscher A-Jugendmeister. Ja, richtig. Ja. Das war damals eine Riesensache. Wir hatten eine top talentierte Mannschaft und auch von am Anfang der Saison das Ziel der Meisterschaft ausgegeben. Es war eine enge Kiste, aber es war ein großes Fest damals. Warst du damals auch schon links außen? Ich glaube, war deine erste Saison, oder? Genau, ich war im jüngeren Jahrgang links außen, als zweiter links außen hinter Michael Allendorf von der MT Melsungen, der ein Jahr älter ist als ich und auch einfach damals besser war. Und ja, da wenn er nicht mehr konnte, kam ich dann. Ein ganz wichtiges Attribut, wer diesen Mann kennenlernen will hier in Hamburg, ist, du bist Eintracht Frankfurt-Fan. Richtig, ja. Du fährst auch oft mit, glaube ich, oder? Ja, also ich habe viele Freunde, die sehr aktiv sind. Und wenn ein freies Wochenende ansteht und es irgendwie vereinbar ist, meine Kumpels sagen immer, ich wäre der Rosinenpicker, wenn es richtig, richtig wichtig ist dann Schimmel auch mit dabei. Aber nee, man tut, was man kann, ja. Jetzt in Hamburg, worauf freust du dich am meisten neben der Stadt? Ja, ich freue mich sicherlich, mal eine Vorbereitung zu machen, die nicht ist wie die letzten 9 Jahre. Das war alles schon so ein bisschen eingespielt. Immer das gleiche Trainingslager, die gleichen Vorbereitungsturniere. Ich bin einfach mal froh und gespannt, meine neue Mannschaft kennenzulernen und einfach neue Eindrücke zu gewinnen. Und ich hoffe, dann lässt auch die erste Hafenrundfahrt nicht lange auf Sie warten. Mit Sicherheit nicht. Tobi, alles Gute. Wir freuen uns, dich auf der Platte hier in Hamburg zu sehen. Auf eine tolle Saison. Und habt ihn jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Unseren neuen Linksaußen, einen Riesenschimmel auf Linksaußen, Tobi Schimmelbauer.